Bestürzung und Trauer spiegeln sich auf dem Gesicht von Otto Probst, dem Bürgermeister der Gemeinde Langdorf, wider. Der ganze Ort ist entsetzt über den Verlust eines seiner Mitbürger. Ja, in Langdorf stehen die Fahnen auf Halbmast. Das ist genau die richtige Aussage. Wir haben einen Kameraden, einen Freund, einen aus der großen Familie Langdorf verloren, einen Soldaten, der in Afghanistan seine Pflicht erfüllt hat. In der Bayerwald-Kaserne stehen die Fahnen ebenfalls auf Halbmast. Drei Soldaten, Kameraden, Freunde kommen nicht mehr lebend zurück. Die Nachricht hat natürlich in Regen ganz tiefe Betroffenheit, ja, und auch Erschütterung ausgelöst, sodass jetzt in den nächsten Tagen ein Schwerpunkt drauf liegen wird, vor allem den Familien, den Angehörigen, ja, zur Seite zu stehen. Da wird auch hier das Bataillon in Regen alles tun, um die Familien unterstützen zu können. Bis jetzt sind nur wenige Informationen über die Umstände bis in die Regener Kaserne durchgedrungen. Die Ermittlungen in Afghanistan dauern noch an. Was wir wissen, ist, dass ein Afghane in der Uniform der afghanischen Armee auf eine Gruppe von Soldaten zuging, die gerade Instandsetzungsarbeiten durchgeführt haben und überraschend das Feuer eröffnet hat, also mit Handfeuerwaffen, und dabei die Soldaten verletzt wurden bzw. dann auch zu Tode gekommen sind. Die Tatsache, dass der Einsatz nur noch wenige Wochen gedauert hätte, macht das Ganze noch tragischer. Wir haben uns alle gefreut, dass wir uns wieder treffen, und jetzt kommt er halt nicht zurück. Diese Ohnmacht, die wir alle miteinander haben, ist unschaffbar. 48 deutsche Soldaten mussten den Einsatz in Afghanistan bereits mit ihrem Leben bezahlen. Einer von ihnen ist ein verheirateter, 30-jähriger Familienvater aus der Gemeinde Langdorf, dessen kleine Tochter jetzt ohne Vater aufwachsen muss. Ich fordere die Politik auf, endlich aufzuhören mit diesem sinnlosen Krieg. Es ist wirklich Krieg geworden, und nicht wie die Bundesrepublik Deutschland immer sagt, es ist eine Friedensmission. Nein, es ist absoluter Krieg. Und ich fordere alle auf, endlich aufzuhören mit dieser sinnlosen Situation.